Freunde, was passiert hier? EA Sports Canada Vancouver übertreibt komplett. Denn es ist 99 Rated Footies Ronaldo rausgekommen. Der Mann wird 15 Millionen Coins kosten, Freunde. Und nicht nur das. 99 Frimpong, 99 Kehr, 98 Dembele, 98 Rated Ferdinand Footies. Und noch mehr krasse Spieler sind rausgekommen. Und genau die wollen wir alle heute ziehen. Und deswegen entscheiden 99.000 FIFA Points mein FC 24 Team. Heute müssen wir einige Afro-Packs ziehen, denn wir brauchen Pack-Luck. Und ich glaube, nächste Woche kommen 99er Messi-Footies. Die müssen ihn jetzt rausbringen, wenn die Ronaldo gebracht haben. Wenn ihr dazu auch so ein fettes Pack-Opening sehen wollt, dann lasst ein Like da. Ich will hier heute 7777 Likes sehen. Chat, schaffen wir die 7777 Likes? Mein Chat sagt ja. Und lasst doch gerne noch ein kostenloses Abo da, Freunde, weil dann sind alle glücklich. Und irgendwie sind über 70% meiner Zuschauer keine Abonnenten, also ändert das kurz und knackig. Ist kostenlos. Ach ja, Freunde, und es gibt gerade 75 Euro PSN-Karten für nur 55 Euro. Ihr spart 20 Euro pro PSN-Karte. Einfach den Link in der Beschreibung anklicken, mein Ineba-Link, den Rabattcode WAKES eingeben und dann fett sparen. Viel Spaß beim Shoppen und euch dann damit FIFA 25 vorbestellen oder FIFA Points kaufen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Okay, wir starten heute wie immer natürlich mit einem 400k-Pack. 2000 FC-Points werden dafür rausgescheppert. Ich habe aber wieder gut aufgeladen und wenn das nicht reicht, laden wir noch weiter auf. Wir geizen hier nicht rum. Schauen wir mal, wer im ersten Pack drin ist. Merjan und ein Team of the Year. Nein, das war nur ein Team of the Season. Ich hatte Knick in der Linse. Unser erster Spieler ist heute... Ich sehe gerade noch einen Danzo mit einem 95er Rating. Ich sehe noch einen Raul mit einem 92er Rating. Und hier hinten auch einen Torhüter. Falls wir am Ende keinen Torhüter ziehen, hätte ich hier Van Nistelrooy am Start. Sehr, sehr viele Special-Karten wie immer. Aber fürs erste Pack ein 95er nehmen wir mit. Der kostet aber gar nichts. 29k! 95er! Was ist mit dem Markt passiert? Der ist ja noch weiter runtergegangen. Was? Okay, Freunde, wir haben unseren ersten Spieler. Er hat einen 95er Rating und er ist echt gut in-game auf jeden Fall. Ich habe ihn schon mal getestet und er hat performt. Deswegen kommt er fürs erste ins Team. Heißt aber nicht, dass er da drin bleiben wird. Wir werden viele Packs ziehen und vielleicht kommt er am Ende auch wieder auf die Bank. Aber er ist zurzeit unser Kapitän. So, und da haben wir unseren ersten richtig krassen Pick für heute. 94 plus, da können Team of the Tournament Karten rauskommen. Footies Team 1, Footies Team 2. Das kann richtig reinknallen jetzt, aber richtig. Und Freunde, heute starten wir früh mit einem Afro-Pick. Afro bringt uns in letzter Zeit immer sehr, sehr viel Glück und deswegen gehen wir direkt rein. 1 aus 4. 4 Spieler, alle mit 94 plus und wir gehen rein. Let's go! Bruder, das ist der schlechteste 94 plus Pick, den ich jemals gesehen habe. Schlechter geht's nicht. Ich mein's ernst, schlechter geht's nicht. Oh mein Gott. Dann so hatten wir gerade schon im ersten Pack und wir müssen jetzt Kivior mitnehmen, den wir jetzt einfügen werden in unser Team. Hä? Okay, ich sag's euch, wie es ist. Icon Pick muss gleich besser werden. Icon Pick muss garantiert gleich besser werden. Kivior ist unser zweiter Spieler für unser Team. Hilfe! So, nächstes Pack. Wir machen weiter mit dem 575k Pack. Also das eben mit dem 94 plus Pick war Skandal. Egal. Weiter geht's. Hier ist garantiert ein Footies drin. Garantiert ein Footies. Und diese gelbe Animation kommt mir bekannt vor. ZOM. Real Madrid. Wer bist du? Arda Güler, schon mal Top 3 Spieler der Welt gezogen und 97 Rated AB, die Pelé, Freunde. 99 Tempo, 91 Schießen, 95 Passen, 98 Dribbling. Lecker Schmecker. Schmeckeri, schmeckt, schmeckt. Was ist dahinter? Nicht. Digga, nur 3 Special-Karten? Aber egal. 97er Abedi Pelé sieht wenigstens cool im Team aus. So, kommt ein bisschen Farbe hier ins Team. So, mit Abedi Pelé kommt ein bisschen Farbe ins Team. Also, nicht wegen seiner Hautfarbe, ne? Versteht mich nicht falsch. Also, damit auch, aber ich meinte eigentlich wegen dem Pink. Junge, jetzt verstehe... Ach komm, jetzt, das kann ich eh nicht mehr retten. Ihr versteht das alle falsch. Junge, ich meinte wegen Pink Footies und so, ne? Ohne Sinn, wie kann man... Ey, ja, Klassiker. Wir machen weiter. Freunde, wir machen jetzt dieses 725k-Pack auf und danach ist es 19 Uhr und dann kommt wahrscheinlich 99er Christ Cristiano Ronaldo raus. 4500 FC Point für ein Pack. Da sind aber auch 2 garantierte Footies drin. Ich bin gespannt, was wir ziehen. Komm schon. Irgendwas Geiles. Warte mal. Einmal Benzema. Tots hat da nicht sogar einen 96er. Benzema 97. Benzema 97. Costa Quanta. Ist der teuer? Ich habe keine Ahnung, was Benzema wert ist. 97er Benzema. Ich sehe Ws. Ich sehe OMGs. Ich sehe Ws. Benzema ist geil. 7 Millionen. Nein.
Nein, nein, nein. Und Kondogbia. Ich mache direkt Preisvergleich in 3, 2, 1. 400k. Oh mein Gott, ich dachte gerade, der ist wirklich 7 Millionen wert. Ihr habt mich hochgenommen. Aber auch 400k zum jetzigen Zeitpunkt ist richtig schmackhaft. Und damit haben wir die nächste richtig gute Footies-Karte. Also die 97er können wir heute ziehen. Wenn im Team 3 gleich geile 97er-Karten kommen, die ziehen wir alle. Die ziehe ich heute alle. Allesamt, Digga. Charles noch am Start, Kondogbia noch am Start, Özcan noch am Start. Bei den Duplikaten, Van Nistelrooy auch noch. Digga, hä? Aber der ist nichts wert. Aber trotzdem, ich glaube, mindestens 3 Spieler fürs Team gerade gezogen. Mindestens. Freunde, ich weiß nicht, wen ich alles ins Team stellen soll aus diesem Pack. Da waren viel zu viele dabei. Benzema, Van Nistelrooy, Kondogbia, Özcan, Charles. Die Liste geht weiter. Ja, okay, nee, die unten schaffen es nicht. Garantiert nicht. Aber Chat, von denen schafft es auf jeden Fall Karim Benzema ins Team. Richtig krass. Er war sowieso ein krasser Stürmer bei Real Madrid, das weiß jeder. Und dann stellen wir noch Van Nistelrooy in Sturm. Und dann haben wir 3 richtig geile Stürmer. Und dann brauchen wir nur noch Mittelfeldspieler, Abwehrspieler und ein Torwart. Und man kann theoretisch Kondogbia hier noch in die Mitte stellen. Dann haben wir hier so ein Dreieck aus Footies. Sieht auch geil aus, bin ehrlich. Einhorn hat gesagt, ich soll ihn in die Hand nehmen und wir machen jetzt ein 1 aus 3 Legenden des Spiels. Footies Team 1 und Footies Team 1 Icon Pick auf. Seid ihr ready? Ich bin ready. Seid ihr ready? Ich bin ready. Wir gehen rein und wir ziehen. Mann, keine einzige Footies Icon. Ey, heute die SBC Picks. Völlig quatschig. Völlig quatschig. Xavi, Schuka, Nedved. Alle 3 quatschig. Wenn die Lightning Rounds jetzt nicht besser werden, ne? Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich gar nichts mehr. Dann habe ich richtig Frust. So, Xavi, ich mag Leute, die passen können. Ich mag das im Mittelfeld, solche Spieler zu haben. Deswegen fügen wir den jetzt ein. Ich bin sogar zufrieden mit ihm. Ich weiß, er ist nichts wert. Ich weiß, es gibt bessere Spieler. Und ja, wir werden ja auch noch einen Pick öffnen. Aber Weiterpass Plus ist krass. Ist einfach krass und damit ist Xavi am Start. Cristiano Ronaldo 99 ist wirklich rausgekommen. Sam Kerr 99. Dembele 98. Ich will Ladescreen sehen. Hier ist er, Freunde. Er ist da. Alle jetzt ein Zyan-Chat. Alle jetzt ein Zyan-Chat. Oh, Cristiano Ronaldo. Alle ein Zyan-Chat. Jetzt. Ich will ihn so gerne ziehen. Zeig mir das Footies Team 3 komplett. Im Footies Team 3. 99 rated Cristiano Ronaldo. 99 rated Frimpong. 99 rated Kehr. 98 rated Ferdinand. Wir starten rein mit den 400k Packs. Direkt im ersten Pack Cristiano Ronaldo 99. Oder Dembele 98. Oder irgendeine richtig krasse Icon. Warte mal, ist das Ribéry Totti Icon? Nee, warte mal, wir haben irgendjemanden von Manchester United. Oh Gott, das kann Pelé werden. Das kann Pelé werden dahinter. Es ist nicht Pelé. Es ist Abili. Abili 94 ist wieder in den Pack. Hatte ich bisher noch nicht zu den Footies gezogen. Aber jetzt ist sie am Start. Kostet die noch was? Ich weiß es gar nicht. 94er Abili, Chat. Kann die was? Ich habe gehört, die soll nicht schlecht sein. Und preislich liegt sie bei... Oh, 24k. So, Abili kommt fürs Erste aber auch ins Team, weil sie eine Icon ist. Und für die Frauenquote. Die Frauenquote muss gehalten werden, deswegen Abili rein. Okay, wir haben sogar noch ein 400k Pack. Und danach geht's in die Lightning Round. In die altbekannte 19 Uhr Lightning Round. Ja, rot ist gut. Wenn es jetzt noch pink wird, hier die Schrift, schade, dann wäre es ein Footy. So ist es kein Footy, sondern ein... Bah! Wieso dab der eigentlich? Ist dab nicht 2012? Viali, Bro! Viali! Was ist das für ein 400k-Pack? Das ist cool. Bruder, was? Wie oft kommt heute Blanc und Van Nistelrooy? Und Abedi Pelé? Den habe ich schon als Footies gezogen. Jetzt ziehe ich ihn die ganze Zeit als Dings. Was ist das überhaupt? UEFA Hero. Hä? 275k-Pack Lightning Round. Das ist meine Lieblings-Lightning Round. Weil da ziehe ich immer meine besten Packs. ZOM. Abedi Pelé. Der dreht sich aber in ein McAllister. Nee, das ist es nicht, das Pack. Das ist es nicht, Chat. 275k Lightning Round. Irgendeine Hero-Karte. Wollen wir Heroes sehen? Nein. Ist was Gutes dahinter? Hoffentlich eine Totti-Icon oder so. Team of the Tournament. Oblak mit einem 96er Rating. Das zum Thema, falls wir später kein Torwart ziehen sollten. Wir ziehen 96 rated Oblak. Hilfe. Zusammen sogar mit Ashley Cole. Aber nur die 92er Karte. Ich glaube, der hat noch bessere Icons. Ich glaube, eine 95er Grades of the Game. Aber ich weiß nicht, ob man die ziehen kann. Oblak ist aber super. Freunde, wir fügen jetzt einmal unseren Torhüter ein. Und zwar Oblakovic. Aber dann füge ich noch einen ein, damit EA weiß, wen ich hier heute ziehen will. Wir gehen auf Dream Squad. Gehen auf Ja. Und dann sehen wir, er ist nicht mal auf Seite 1. Sie haben uns verarscht, er ist nicht mal im Spiel. Doch, hier ist er. Cristiano Ronaldo 99. Ich dachte, sie haben uns verarscht. Ich dachte, er ist doch nicht gekommen, aber doch, hier ist er. Wie schön sieht er aus. Und er wird noch viel schöner aussehen. Hier vorne drin. In bunt. In bunt hier vorne drin. Wow. Nicht in schwarz-weiß, ausgegraut. In bunt. Footies! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo, bitte dreh dich, bitte dreh dich, bitte dreh dich und zeig mir Cristiano Ronaldo. Bitte, bitte, sü. Du bist nicht Cristiano Ronaldo, du bist Malassia. Habt ihr gesehen, wie ich gehofft habe? Habt ihr gesehen, wie ich gehofft habe, dass ich Cristiano Ronaldo gezogen habe? Wie krank wäre das jetzt gekommen, nachdem ich ihn als Dream Squad in mein Team gefügt habe? Direkt im nächsten Pack. Ich habe so gehofft, ich habe so gehofft, ich habe so gehofft. Egal, Malassia, Team of the Season mit einem 96er Rating. Upa Maguire ist da noch drin, Johnson ist da noch drin. Krass. Costa Quanta, 200k. Passt, nehmen wir mit. Der kommt ins Team, auf jeden Fall. Der kann sogar Rechtsverteidiger und wir haben noch keinen Rechtsverteidiger. So, Freunde, wir haben die nächste Footies-Karte am Start aus Footies Team 3, Malassia. Willkommen in La Club. Jetzt fehlt uns noch ein Innenverteidiger und dann hoffentlich noch ein paar Spieler, die unsere Startelf verbessern werden. Und hoffentlich Cristiano Ronaldo, wie gesagt. Freunde, schaut euch das mal an. Wieder ein Icon-Pick. Und diesmal besser als unser erster im heutigen Video, beziehungsweise Stream. 1 von 3. Legenden des Spiels waren eben 3 von 3 da drin. Ich will aber diesmal auch eine Footies-Icon aus Team 1 und Team 2 drin haben. Also ein Legende des Spiels, ein Footies Team 1 und ein Footies Team 2. Okay, EA Sports? Danke. So, Icon-Pick wird ein R3-Pick, deswegen nehme ich uns einmal ganz schnell die Sicht. Freunde, wir haben heute noch nicht einmal ein P-Spam in Chat gehauen. Pack-Luck-Spam, einfach nur mit einem P. Haut ein P in den Chat. 3, 2, 1, Pick geht auf und ich drücke auf R3 und dann gucken wir uns gemeinsam zusammen den ersten Spieler an in 3, 2, 1. Wir machen die Augen auf und wir ziehen wieder eine Greats of the Game und diesmal ist es Carlo. Ja, der ist nicht gut, obwohl wir einen Packlack-Spam im Chat sehen. Ziehen wir Carlos Puyol. Hey. Ich brauche euch jetzt alle. Gib ihn. Wieder Xavi und wieder eine Greats of the Game Icon. Mann. Ey, heute verfluchter Freitag. Ist heute Freitag der 13. oder was? Heute ist doch nicht Freitag der 13. Heute ist der 2.8. Wer ist der letzte Spieler in diesem Pack? Wir gucken nach. Wieder 3 Legenden des Spiels und wieder 3 Mülllegenden des Spiels. Und ich habe Xavi und Desai bereits im Verein, deswegen nehme ich Carlo mit. Carlo. Herzlichen Glückwunsch für gar nichts. Die Lightning Rounds müssen uns jetzt carryen. Ich sag's euch, wie es ist. Die Lightning Rounds, die werden es jetzt sein. Hoffentlich. Die Lightning Rounds, Freunde. Die Lightning Rounds. Die können es heute sein. Brasilien. IV. Wer bist du? Ist das Bremer? Ich habe echt keine Ahnung, ne? Wieso kann man Thunderstruck Bremer ziehen? Wer sagt sich, ja man, lass mal Thunderstruck Bremer wieder in die Packs machen. Wir haben August. In einem Monat kommt FC25 raus! Kakagula so Icon! Bro! Doppeltes Brasilien-Pack. Bremer sagt so, komm her, komm her, komm her, komm her, Kaka. Willkommen im Club, Kaka. Über den freuen wir uns ein bisschen. Das Ding ist, wir haben zwar nur den 93er Golazo Icon Kaka gezogen, aber guck mal hier. Ich habe den Footies Icon Kaka irgendwie im Verein. Und was bedeutet das? Er darf fürs Erste ins Team. Dort wird er auch drin bleiben. Wenn wir Cristiano ziehen, fliegt hier entweder Abedi Pelé raus oder Benzema. Aber ja, Kaka bleibt drin. Rot bedeutet Hero, glaube ich, habe ich mittlerweile wieder gelernt, oder? Bedeutet Rot Hero, Chat? Blanc? Nee, es bedeutet nicht Hero. Das bedeutet nicht Hero. Da ist irgendwas hinter. Irgendwas, was ich nicht auf dem Schirm habe. Mikau. Kann jetzt mal bitte Cristiano Ronaldo in mein Team kommen? Er will es doch auch. Er fühlt es doch auch. Er will hier in mein Pack kommen. Er spürt die Verbindung. Er weiß, dass ich viel Geld ausgegeben habe für sein Trikot hier im Hintergrund. Diani. FIFA Points 1000 kostet ein Pack. Und wir sehen wieder Warte mal. Brasilien Footies. Wer ist Brasilien? Nee, Eder Militao. Footies Icon. Footies Icon Ferdinand. Footies Icon Ferdinand. Footies Icon Ferdinand. Sollen wir sie zünden? Sollen wir sie... Mein Bein. Oh, mein Bein, mein Bein, mein Bein, mein Bein, mein Bein. Das war zu viel, das war zu viel, das war zu viel. Ah, aber Ferdinand. Footies Icon für... Ah, mein Bein, Digga. Mein Fuß, mein Außenband. Junge, ich hab's, glaube ich, mir durchgerissen gerade. Footies Icon Ferdinand. Ich hab Ferdinand gezogen, Bro. 98 rated Ferdinand. Wow, Waschbär. Er hat sogar Weiterpass Plus. Bruder, das ist der beste Innenverteidiger im Spiel, sage ich. Fette Batzen haben wir gemacht. Ich will wissen, was er wert ist. 3,5 Millionen Flocken. Das stark, Bro. Nee, Wax, du ziehst ja nur scheiß Packs. Ich hab gesagt, wartet ab auf die Lightning Round.
Die Lightning Round und ich sind so. Und wieso fällt mein AirPod gerade aus dem Ohr? Rein mit dir. Geil. Bro, der erste 98er ist am Start und Ronaldo streckt schon die Zunge raus, weil er weiß, dass er der Nächste ist. 98 rated Ferdinand. Ich kann's nicht glauben. Wer fliegt aus dem Team? Puyol oder Danso? Danso raus, Puyol, Danso. Okay, ich glaube, Danso fliegt erstmal raus. Junge, das sieht schon geil aus. Das sieht schon geil aus. Und wo eine Footies-Karte ist, sind noch mehr. Wir ziehen noch mehr. Was ziehen wir ein Pack nach Ferdinand, ist jetzt die Frage. Wieder eine Icon. Wenn es jetzt wieder pink. Wieder eine Icon! Und wieder pink! Ein Pack nach Ferdinand! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Zwei Packs hintereinander. Zwei Footies Icons. Ferdinand und Cech. Oblak, du fliegst aus dem Team. Aber so hochkant, Bro. Du lernst fliegen. Du lernst fliegen, weil ich mich konzentriere. Komm rein ins Team. Sehr, sehr geil, Bro. Sehr, 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 sehr geil, Bro. Ich weiß, 200k, nehme ich aber mit. So eine Icon liebt man im Verein zu haben. Punkt aus Ende. Und das waren gerade zwei Packs hintereinander. Was kommt aus dem dritten Pack? Gucken wir uns gleich an. Drittes Pack? Können wir drei hintereinander? Nein. Aber was anderes Gutes, vielleicht hinter der Hero? Der dritte hintereinander! Dritter Footies hintereinander, Papin! Bruder! Ich habe gerade Real Talk drei Packs geöffnet, drei Footies gezogen. Ist das krank, Papin. Junge, hä? Zwei Icons und eine Hero. Witzig. Können wir vier hintereinander, ist die Frage. Bro, wenn wir vier hintereinander machen, dann war's das. Bis wir dann am Ende sieben hintereinander haben und auf der sieben kommt Cristiano Ronaldo Susana Sobiru. Ich habe einen Clip gerade geschickt bekommen von Cristiano Ronaldo. Ey, hier seht ihr es. Er hat's wirklich getan. Er hat mir gerade den Clip geschickt von seiner PlayStation, von seinem FIFA-Account aus. Er hat Cristiano Ronaldo 99 aus dem 92-Plus-Pick gezogen. Bro, habt ihr das gerade gesehen? Der Mann hat gerade dieses Pack hier geöffnet und hat daraus Cristiano Ronaldo gezogen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir machen's auf. Wir machen's auf. Wir machen's auf. Wieso zieh ich nicht Cristiano Ronaldo da raus? Wieso du? Ich meine, ich gönn ja, ne? Ich gönn vom ganzen Herzen, Bro. Aber ich hätte auch gerne Cristiano Ronaldo gezogen. Bin ich ehrlich? Lukumi. 96 rated. Ey, ich zieh nie Cristiano Ronaldo. Ich zieh immer nur die anderen ganzen geilen Spieler. Aber nie den Spieler, den ich am Ende wirklich ziehen will. So, die nächste 96er Karte. Alle ziehen Cristiano Ronaldo, nur ich nicht. Ich will ihn auch so gerne ziehen. Ich gönn euch. Aber ich will auch. Ich will auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Gib mir auch Cristiano. Frankreich? Wer immer? Einfach Mbappé? Einfach Mbappé Tots? Katoto! Der Mbappé-Prank. Der allerechte Mbappé-Prank. Das war's jetzt. Ja, ich will mich jetzt hochnehmen. Das war's. Aber auch Vitinha! Doppeltes Paris-Pack. Der nächste 96er ist am Start. Bro, aber langsam rattern meine FIFA-Points echt schnell runter. Gelb! Und jetzt pink! Und jetzt pink! Und jetzt gib mir Cristiano Ronaldo dahinter. Gib ihn mir! Sü! Mit einem Bein! Aua! Zaha! Wilfried Zaha! Wilfried Zaha von der besten Mannschaft der Welt. Top 3 ist es auf jeden Fall. Galatasaray, Champion, Freunde. Boah, der muss 17 Millionen Coins wert sein. Guckt euch sein chemisches Grinsen an. Das ist geisteskrank. 17 Millionen Coins. Preisvergleich? Ja, 17,29 Millionen kostet er. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Heftig. Junge, Junge, Junge. Langsam haben wir echt viele Footies gezogen. Jetzt ist auch noch Zaha am Start. Ey, wild. Und Footies. Deutschland. Stürmer. Wer ist das? Tottenham. Der allerechte Prankboss. Habt ihr gedacht, es gibt keinen Prank hier im Video? Natürlich gibt es einen Prank hier im Video. Das ist eine SPC, Freunde. Timo Werner 97 rated. SPC. Fertig. Das kommt wild. Das kommt wild jetzt hier. So ein schöner Timo Werner. Jawoll, Junge. Ich glaube, den tue ich sogar für AB die Pelé rein. So, so muss das aussehen. Schön. So, ich weiß nicht warum, aber ich will jetzt irgendwie diese 1 aus 3 92 Plus Packs spammen, weil man da einfach Cristiano Ronaldo ziehen kann. Und ich habe gesehen, wie es jemand getan hat. Es ist ja nicht so, dass es funktioniert, aber der kommt nie. Aber er ist wirklich gekommen. Wir gehen rein. Boah, Chaka bereits im Besitz, deswegen Kükchü. Freunde, wir machen jetzt dieses 425k-Pack als Chatpack. Ich mache meinen Bildschirm aus. Jetzt ist er aus. Ich sehe nichts mehr. Und jetzt ist das euer Pack-Chat. Egal was rauskommt, das ist euer Pack. Pack-Luck oder kein Pack-Luck. 425k-Pack als Chatpack. Ich gucke in den Chat. Es schreiben alle Ronaldo. Hört doch auf damit. Hört doch auf damit. Was für Ronaldo? R9. L. Ich sehe Els, ich sehe Els, dann weiß ich, dass es ein Prank ist. Wenn ihr schon so reagiert, dann war es das ja komplett. Vertonghen. Oh, Neymar!
Neymar 96, der kostet doch noch eine Mio. Der kostet doch noch eine Mio. Wurde er nicht angezeigt, oder was? Wurde er im Chatpack nicht angezeigt, oder was? Ihr habt Neymar gezogen. Jeder einzelne von euch da draußen gerade hat Neymar gezogen, sozusagen. Das ist euer Pack-Chat. Geht in euer Team. Ihr habt jetzt auch Neymar im Verein, also müsstet ihr eigentlich. Bruder, der kostet eine Million. Das ist mit der beste Spieler heute. Nach Ferdinand und nach ein paar anderen, aber der ist super, Chat. Der guckt so rüber. Ey, Jungs, habt ihr gut gemacht. Was? Wie viele Special-Karten? Yo, chill, Bro. Bro, ich glaub's nicht. Ihr habt einfach Neymar Tots gezogen. Schade, dass man den nicht mehr als Footies ziehen kann. Sonst hättet ihr den bestimmt als Footies gezogen, als 99er Footies. Bro, der muss irgendwie ins Team. Wir müssen in die 4-2-4 gehen. Okay, wir gehen in die 4-2-4. Zaha kann auf jeden Fall rechts Flügel, deswegen kommt der rein. Und was machen wir mit Neymar? Irgendjemand fliegt raus. Benzema, Werner oder Kaka. Ich weiß aber nicht, wer. Ich glaube, ich schmeiß Werner wieder raus. Und dann machen wir das Ganze so. Tut mir leid, Werner, aber du kommst auf die Bank. Boah, ist das ein krankes Team. Hilfe! Freunde, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir haben echt krasse Packs gezogen. Und nächste Woche kann es weitergehen zu Team 4 mit hoffentlich Footies Messi. Cristiano Ronaldo, dich haben wir leider nicht gezogen, aber eines Tages wird es passieren. Deswegen, tschüss. So sieht das Team aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.